Hallo. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. So 6 Monate lang einfach nichts zu machen, was Videos angeht. Upsi, kann ja mal passieren. Ja, also ist schon länger her. Deswegen mache ich jetzt mal kurz. Ich bringe jetzt in der nächsten Zeit pro vergangenen Monat ein Video raus, ein Zusammenschnitt eines Monats. Das fängt dann beim November an. Das ist jetzt dieses Video. Ja, und da erzähle ich dann einfach, was passiert ist. Ja, okay. Ja, tut mir leid nochmal, dass ich das so lange hab schleifen lassen. Neuseeland ist einfach zu geil, um viel Zeit vom Computer zu verbringen. Klar, man hat zwischendurch so seine Hängerphase, wo man sich, auch wenn man Zeit hat, überhaupt nicht motivieren kann. Aber jetzt mache ich es halt einfach trotzdem, weil mir das auch tierisch auf den Senkel geht. Ja, also, wo haben wir das letzte Mal aufgehört? Genau, das war. Wir sind Ende Oktober von Carvo Road zurück nach Te Puke gefahren, haben danach einen Job gefragt in dem Kiwi Coral Hostel, ne, was auch ein Working Hostel war. Und haben da auch direkt am ersten Tag Zusage bekommen. Und dann haben wir 3 Wochen lang für Mindestlohn die Stunde gearbeitet. Einziger Nachteil war, dass die Arbeit wetterabhängig war. Das heißt, wir hatten nie wirklich eine konstante Wochenstundenanzahl. Das war ein bisschen nervig. Also man konnte nicht wirklich viel Geld machen da. Zumindest nicht bei dem Contractor, den wir hatten. Also andere hatten da mehr Glück. Also der Job bestand daraus, auf Kiwifeldern halt die auszudünnen, die jungen Früchte, und da ja irgendwie Äste abbrechen und die zu viel sind, damit die Pflanzen mehr Energie in die Frucht stecken, als statt ins Wachstum der Äste. Naja, jedenfalls nach 3 Wochen hat sich die Arbeit dann geändert. Dann wurden wir bei Contract bezahlt, das heißt, wir wurden nach Kilo für Flower Picking bezahlt. Also wir mussten die Blütenknospen der männlichen Kiwifrucht ja, ernten. Und da wurden wir halt nach Kilo bezahlt. Und da ist man so, wenn man einen guten Tag hatte, ist man auf 20 Kilo am Tag bekommen. Und so ein Kilo wurde dann mit, was weiß ich, 8,50 $ bezahlt. Und da bist du gerade so an den Mindestlohn rangekommen, den du sonst für einen 10- oder 12-Stunden-Tag bekommen hättest. Aber sonst sah das eher so aus, dass du gerade mal so 10 am Tag bekommen hast. Zumal das auch wetterabhängig war. Also das war alles nicht so rosig. Ne, Yannick ist dann auch nach der ersten Woche Flower Picking, hatte auch die Segel gestrichen und ist wufen gegangen. Ne, ist auf die Südinsel vorzeitig. Also haben wir komplett die Pläne geändert. Ich meine, wir hatten nie wirklich einen Plan, aber. Na, jedenfalls war ich dann auf mich allein gestellt, bin dann auch danach 2 Wochen geblieben. Und ja, habe noch eine tolle Zeit gehabt mit den anderen, die da gearbeitet haben. Naja, und jetzt kommen da einfach noch ein paar Mitschnitte aus der Zeit. Auch noch als Yannick da war. Auch noch davor, als wir noch in Cabo Rau waren. Da sind auch noch ein paar nette Aufnahmen bei. Ja, und dann kommt recht zügig hier nach das nächste Video, denke ich. Ne, also danke für die Treue. Und die ganzen Neuzugänge, die noch nie ein neu hochgeladenes Video gesehen haben von mir. Ja, ich bin jetzt schon 8 Monate hier. Und ich kann sagen, ist bisher die beste Zeit meines Lebens gewesen. Ne, also wenn ihr noch Zweifel habt, dass ihr das machen solltet oder nicht, tut's einfach. Aber ich traue mich nicht. Tut's einfach. Ne, also dann. Nächstes Video dann der Dezember. Peace out.
say that I wanna change my mind. Pull me in a circle so I can change it. Slipping, tripping, but underneath our feet, remember we-